Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Herd of the Swarm. Und es ruckelt gerade ein bisschen. So, auf jeden Fall, es ist fast, ja, eigentlich schon über eine Woche her, seit der letzten Aufnahme. Und ich sehe gerade, ich muss hier kurz noch was machen. Ja, wenn ich mal kurz ein paar Optionen bediene, ja, tu ich mal ein bisschen was so sagen. Und zwar habt ihr mir ein paar Kommentare geschrieben, die ich mal schon mal zu Herzen genommen habe. Und zwar unter anderem sollte ich die Grafikeinstellung runterstellen, damit es ein bisschen flüssiger läuft, was noch ein bisschen Sinn ergibt. Deswegen stelle ich es jetzt ein bisschen runter, nicht mehr auf Ultra. Mal gucken, ob das jetzt mal einfach so macht oder ob ich jetzt noch irgendwie nochmal Aufnahmen beenden muss, irgend so ein Schwachsinn. Und das sieht immer noch ganz gut aus, aber huch. Na, mal schauen, vielleicht läuft es so ein bisschen besser. Momentan habe ich hier gerade 7 FPS, ein bisschen wenig, liege auch am Schneesturm wahrscheinlich. Sturm hat begonnen. Ja, ein Sturm hat begonnen, das ist mir aufgefallen. Die Protoss sind wehrlos. Greift an! Nun gut, dann haben wir noch ein paar andere Kommentare abgegeben, unter anderem, dass ich doch die Stimmen der Charaktere lauter stellen soll. Freilich kann ich das nicht mehr machen, weil die schon auf Maximum waren. Insofern habe ich einfach mal die Umgebungssounds ein bisschen, ein bisschen gesenkt. In der Hoffnung, dass das vielleicht auch einen Ausschlag geben kann. Ob es jetzt geholfen hat oder nicht, werden wir sehen, aber ich hoffe einfach mal, das genügt schon. So. Dann wurde noch was geschrieben, und zwar, was jetzt nicht für StarCraft gilt. Aber wurde mir empfohlen, dass ich vielleicht Westeros Total War spielen könnte oder Let's Playen könnte. Ich muss zugeben, ich habe es letzter Zeit nicht mehr so oft gespielt, aber ich habe mir letztens nochmal eine Runde gespielt mit den Starks. Und was soll ich sagen, es hat echt Spaß gemacht und vielleicht kann ich mir vorstellen, das irgendwann mal zu machen. Huch, da sind noch ein paar Gegner. Vielleicht kann ich mir vorstellen, das auch nochmal zu Let's Playen irgendwann mal. Aber da muss ich sowieso vorher nochmal nachgucken, wie das genau funktioniert. Ob das von den auch von den Empfehlungen jetzt ja klappt, weil ich will zu keinem Projekt machen, was nur einer sehen will. Als huch, huch, huch. Okay, ein paar Ruckler gibt es ab und zu trotzdem noch, aber ich denke mal, so schlimm sind die nicht. Ob es wieder ein StarCraft 2 Turnier gibt? Fragt mich jetzt Sachen, weiß ich doch nicht. Drücken Sie Enter, um zu chatten. Will ich jetzt nicht. Der Frühsturm wird schwächer. Kein Entkommen. Ich wollte es eigentlich nicht chatten, weil dann tue ich eventuell wieder eine falsche Taste drücken und dann ist die Aufnahme beendet und dann checke ich es nicht und dann bla. Huch, kommen die näher? Kommen die von da unten? Keiner darf überleben. Werden sie auch nicht. Siehste, keiner hat überlebt. So, vernichten wir die gesamte Basis, dann den komischen Dingensbums da vernichten. Dann noch ein bisschen Upgrade für die Kälte holen. Und dann haben wir auch schon die Mission fast schon geschafft. Mal gucken, wie viele es hier gibt auf diesen scheiß Eisplaneten. Ach, da lebt ja noch einer. Könnte ich hier auch noch einen Außenposten hinbauen, wenn ich Lust zu hätte. Ich glaube, ich brauche aber keinen, wenn ich mir gerade meine Ressourcen so angucke. Ja, einige haben auch geschrieben, auf normal zu spielen ist ein bisschen langweilig. Ja gut, im Endeffekt bisher ist es noch nicht wirklich herausfordernd, aber konnte ich ja vorher nicht wissen. Und jetzt nochmal alles von vorne auf schwer oder so, will ich eigentlich auch nicht. Wir haben nicht viel Zeit. Und tot. Nur noch einer übrig. Nur noch eins ist übrig. Ist zwecklos, Kerrigan. Sakuras wird euch vernichten. Wie kommt der jetzt eigentlich darauf? So, mal gucken. Hier ist, glaube ich, noch ein kleiner Vorposten. Dann geht es von da aus, glaube ich, hier hoch. Insofern warte ich einfach, bis der nächste Kryosturm kommt. Und dann machen wir dann da weiter. Was haben wir eigentlich hier noch, was ich machen könnte? Vielleicht ein paar Upgrades? Ein Kryosturm wird bald eintreffen. Die Kryostürme werden kürzer. Es wird schwieriger, sie auszunutzen. Oh. Okay, wäre auch ein bisschen zu einfach, wenn die Ewigkeiten so lang sind. Ups.
Die werden kürzer. Warum? Nennt sich eine Sonne oder sowas in der Art? Oh, zwei Evo kann man bauen, kann nicht schaden. Ein Kryosturm hat begonnen. Oh, eine halbe Sekunde weniger. Macht keine Gefangenen. Ja, ein Arsch schon angreifen ist nicht unbedingt vorteilhaft. Jetzt kommen diese schon wieder. Vielleicht bin ich ein bisschen rausgekommen aus dem Spielfluss, aber... Im Wesentlichen habe ich bisher nur Positives in euch vernommen. Mit Ausnahme, weil ich auf einer höheren Schwierigkeitsgrad spielen sollte. Ja, pff, ja, ja. Vielleicht. Beim nächsten One. Aber das mache ich dann privat. Diese Welt gehört mir. So, jetzt holen wir uns erstmal ein neues Upgrade. Der Schwarm schläft nie. Der Schwarm hat jetzt die Schaben. Kein Entkommen. Ah, apropos Schaben, das sind ja wieder Welt neuer. Materialien Essenz assimiliert. Schwarm perfekt am Kampf im Kryosturm angepasst. Der Kryosturm wird schwächer. Perfekt im Kampf? Darf ich jetzt das so verstehen, dass wir jetzt mehr Schaden machen? Hätte ja was. So, ich denke einfach mal, der nächste Kryosturm, wenn wir nach unten gehen, das alles vernichten. Und dann haben wir die Mission schon. Na, no, umso besser. Können wir ein bisschen weitermachen. Huch. Wo kommen die denn her? Achso, von da können sie auch zur Basis gehen. Oh, ja. So, nur ich meine Linke vernichten, ist nicht schlimm. Ist ja nicht so, dass ich hier eine Verteidigung habe. Habe ich echt keine Dinger gebaut? Ne, echt nicht. Hm, naja. Das schafft ihr eh nicht. Und tot. So, ja, und schon sind sie alle wieder da. Finden den Fehler. Gut. Im Prinzip könnte ich ein paar Bärslinge draus mal machen. Aber, brauche ich nicht. Mit den Kryosturm ist das nicht nötig. So, ist hier irgendetwas, oder? Nö. Okay. Dann noch ein bisschen warten, dann können wir weitergehen. Ich bin so gespannt, wie es in der Story weitergeht, Leute. Das ist auch wirklich, muss man einen Pluspunkt an Blizzard setzen, die können richtig gute Geschichten erzählen. Die können richtig gut Geschichten erzählen. Vor allem ihre eigenen Universen, was die alles da haben. Die haben ja auch Spellforce die Reihe gemacht, soweit ich weiß. Und Moment, ich guck mal ganz kurz, ob ich jetzt rumlüge. Ich meine ja. Ich kann mir jetzt nicht ganz, ganz sicher sein. Aber ich meine ja. Und das ist auch die Geschichte richtig geil gewesen. Bevor ihr fragen wollt, nein, das Spiel jetzt play ich nicht, das ist mir zu umfangreich. Ein Kryosturm ist eingetroffen. Abgesehen davon habe ich noch viel zu viele andere Projekte, um mir so irgendwie was vorzuschieben. Keiner darf überleben. Unter anderem wollt ihr unbedingt alle Victoria sehen. Der gehört mir. Komm, kämpf mit mir. Ist ja eine extreme Streitmacht, muss ich sagen. Mit einem Koloss sogar, naja. Gut, räumen wir mal ein bisschen auf. So viel Zeit haben wir auch nicht. Wobei, im Prinzip könnte ich einfach auf den Signaltransmitter draufgehen, aber hätte ich schon gewonnen. Aber nee, wir machen es mal sauber. Wobei, die Mission aber echt einfach ist, so mit den ganzen Blödsinn hier. Ach, das ist da unten. Oh. Tja, hätte ich jetzt meine, wie heißen sie mal, Springlinge da, also die Zerg, die da ein bisschen hüpfen können, wäre das gar kein Problem. Oh, guck mal einer an. Ah. Das wirst du bereuen. Der Kryosturm wird schwächer. Gut, dass gerade ein paar Mutationen fertig werden. Dafür brauche ich einen Zergbau. Wie viel ist noch übrig von der Befestigung so? Ja. Nicht mehr so viel, wir sind ja schon fast da. Kein Entkommen. Sollte jetzt mit einem One einfach sein. So, erstmal hier ein bisschen Platz machen.
Der Schwarm schläft nie. Es endet hier. So, wenn ich richtig sehe, ist das der einzige Pylon. Dann erstmal die ganzen Ketzer erledigen. Boah, Alter! Mit einem... Oh Gott! Ja, es ist einfach mit Kerrigan zu spielen. Alter, mit einem kinetischen Angriff. Mal eben so ein Koloss weg. Warum auch nicht? Naja gut, ein paar Verluste erlitten, aber... haben das Ziel erreicht. Die Helix sind gefangen. Rückzug! Die Expedition der Protoss wird Shakuras nicht mehr kontaktieren können. Jetzt bekommen sie es mit uns zu tun. Gibt's Ham-Ham für die Zergs? Eiskaltes Schweigen. So schön sich das Gegner schon nicht eingefrorene Gebäude, nämlich so ein eiskaltes Schweigen. Nicht eingefrorene? 18. Unter 15 Minuten? Ja, wenn man ein bisschen mehr gemacht hätte, ne? Naja, komm. Man muss ja nicht so übertrieben daran gehen beim ersten Versuch. Wie gesagt, die ganzen Erfolge, vielleicht hole ich sie mir auch mal irgendwann, aber... Ach ja, einer hat noch gesagt, ich soll die Ladeszenen hier rausschneiden. Wo ich aber eigentlich nicht will, weil die Ladeszenen mich eigentlich gut benutzen, um mal ein bisschen zu quatschen. Beziehungsweise so meine Gedanken spielen zu lassen, wenn da gerade ein bisschen Story drin war und sowas. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Möglichkeit, das rüberzubringen. Statt während des Spiels oder... Na gut, während der Cutscenes rede ich eigentlich nicht. Es sei denn, da kommt gerade irgendwas Komisches, was ein Kommentar wert sein muss. Wir haben in der Ödnis eine Protoss gefangen genommen, meine Königin. Sie sagt, sie sei eine Forscherin. Ich habe dir nicht befohlen, Gefangene zu machen. Abatur hat darum gebeten. Er will sie sezieren. Oh. Warum? Genetisches Material der Protoss wird er nicht nutzen können. Er experimentiert gerne. Lasst sie leben. Sie kann vielleicht noch nützlich sein. Er experimentiert gerne, ja klar, ne? Will er aus dem Zerg machen oder was? Ohne Schabe, wie süß. Eine Brutstätte. Nafashs Brut lebt wieder als Teil des Schwarms. Als die Protoss zugeschlagen haben, hat sie sich in die Eistäler zurückgezogen. Die Protoss jagten sie. Sie war schlau, vorsichtig und zäh. Doch sie machte einen Fehler. Sie rannte davon. Lass Sarah, ob das irgendeinen Sinn hat, was dir da ist? Naja. Ich habe mir schon immer gewünscht, Protoss-Knochen zwischen meinen Klauen zu zerbrechen. Darf ich? Nein, Zagara. Du denkst doch nicht daran, Gnade walten zu lassen? Gewalt ist nur ein Mittel. Ich setze sie ein, wenn es nötig ist. Ein Anführer nutzt für jede Aufgabe die richtigen Werkzeuge. Das ist eine terranische Denkweise. Die Zerg nutzen keinerlei Werkzeuge. Für einen Anführer ist alles und jeder ein Werkzeug. Intrigen. Was machen eure Leute hier? Wir erforschen diesen Mond, ob die Rotation verändert, sein Klima verbessert werden kann. Versteht ihr nicht? Wir sind nur Kolonisten und ihr tötet uns. Ja, und wenn ich dich leben lasse, rufst du die Goldene Armada und sie werden mich töten. Tausende töten, um euch selbst zu retten? Wie könnt ihr das rechtfertigen? Ich rechtfertige nichts. Es gibt kein richtig oder falsch. Deine Leute haben Milliarden von Zerg getötet. Unser aller Hände sind von Blut bedeckt. Vielleicht klebt an meinen mehr als an deinen, aber letzten Endes sind wir beide Mörder. Die Völker, die Person ist so eine Sache. Evo-Grube? Achso, ja, stimmt, wir sollten ihn mal fragen, was er genau davor hat, ne? Erzähl mir von deiner Arbeit. Sehe Fleisch,
sehe nur Potenzial. Stränge, Sequenzen, verdrehen, zertrennen, zusammenfügen. Möglichkeiten für Verbesserung identifizieren. Fleisch essen, Knochen splittern. Wenn in mir, kann es berühren. Verweben, nutzen, großartig machen. Aber nicht perfekt. Nie perfekt. Perfektion ist Ziel, das sich ändert. Bleibt nie gleich. Kann anstreben, kann nicht erreichen. Du hast einen Nutzen, das steht fest. Mal hat gerade ihre Stimme verändert. Mutation verfügbar. Was haben wir denn so Schönes? 8% Schaden gegen gleiche Ziele. Ein Anstieg von 50%. Mhm. Panzer, 3 Panzer, Trefferpunkte. Ach, wenn die Trefferpunkte um 50% fallen, ja. Ist nett, wenn die sowas haben, aber macht das so viel Sinn? Schaffen können sich in Eingabezustand in voller Geschwindigkeit fortbewegen. Das ist auch nett. Also der Panzer würde ich eigentlich nicht nehmen. Ich bin jetzt ein bisschen zwischen den Gräber klauen, dass sie halt eingraben können, da sie schneller regenerieren können. Oder von den mehr Schaden. Ich nehme erstmal einen Schaden. So, Evo-Mission kann ich noch nicht machen. War halt nicht. Kann ich Cavalry noch ein bisschen anders designen, vielleicht? Oh, eine. 40 Trefferpunkte, 5 Schaden. Oh, danach können wir die hier machen. Okay, warten wir noch ein bisschen. Next Mission, Bitch. Die Protoss versuchen immer noch Shakuras über unsere Anwesenheit zu unterrichten. Sie bereiten all ihre Shuttles vor, um sie durch ihr Warp-Netzwerk nach Shakuras zu bringen. Immerhin gibt es bei diesem Mission Hydralisken. Bin mal gespannt. Vor allem bin ich bei den Evolutionsmissionen für die Schaben und Hydralisken dann sehr gespannt. Schaffen wir, glaube ich, sogar noch, je nachdem, wie viele Missionen es hier noch gibt. Ja gut, ich meine, wenn ich jetzt die Protoss nochmal aufhalte, müssen im Prinzip die Mission vorbei sein. Weil ich habe jetzt auch die Hydralisken dann bekommen. Vielleicht kommt noch eine letzte Mission, irgendwie die letzten überlebenden eingekreisten Protoss zu vernichten. Oder noch irgendwas anderes auf diesen toten Stern zu finden, was von Bedeutung werden könnte. Aber danach sollten auch die Evo-Missionen kommen, die will ich ja auch machen. Denn ich mache heute wieder 4 Parts. Und der erste läuft ja noch ein bisschen, also... Wir haben ohne Ende Zeit. Ich muss aber dran denken, dass ich die Tage Warcraft 3 weitermache. Damit ich das auch fertig habe, damit ich EU 3 mal wieder nachschieben kann. Das ist auch schon extrem lange nicht mehr gewesen. Aber naja. Die Protoss bereiten all ihre Shuttles für einen Start vor. Eine Warp-Verbindung. Auf der anderen Seite kann ich Millionen Protoss spüren. Shakuras. Wenn auch nur ein Shuttle es hindurch schafft, wird es in Reichweite von Shakuras gelangen. Das darf nicht geschehen. Wir sollten sie vernichten. Nein, das würden sie bemerken. Wir können nur versuchen zu verhindern, dass ihre Shuttles die Verbindung erreichen. Und wie soll das geschehen? Na, fast Hydralisken. Abatur, nimm ihre Essenz in den Schwarm auf. Hydralisk wiederhergestellt. Metamorphose von Larve. Ich brauche mehr Hydralisken, um diese Shuttles zu vernichten. Ach so, das Tor wollte... Ah, okay, jetzt habe ich erst verstanden, worum es genau ging. Ich dachte zuerst, sie wollte die Shuttles vernichten, wo sie sagte, nein, das dürfen wir nicht, das könnten sie merken. Und dann habe ich erst kapiert, dass sie sagte, also dass ich zuerst meinte, dass wir die, Ach Mann, jetzt habe ich sie vergessen. Wir sollten mehr Hydralisken erschaffen, um die feindlichen Lufteinheiten auszuschalten. Ja, da hast du recht. Und da tue ich aber schon mal Fernkampf-Upgrade machen. Ja, schön, dass die Warp-Verbindung direkt hier nebenan ist. Das macht's auch wieder ein bisschen zu einfach. 8 verbleibende Wellen. Kommen da etwa 18 Stück nebeneinander oder 8 einzelne? Wobei, dann würden da nicht Wellen draufstehen. So. Da oben? Ah, ein Shuttle. Meine Königin, die Protoss haben ein Shuttle entsandt. Es befindet sich auf dem Weg zu einer Warp-Verbindung.
Na dann. Nicht, wenn ich da noch ein Wörtchen mitzureden habe. Wir werden das Shuttle zerstören.